Warm machen für das erste Punktspiel der Rückrunde in der Landesoberliga Volleyball in der Campus Sporthalle in Magdeburg. Die Spieler des USC in den gelben Trikots haben die erste Mannschaft der Volleys des USV Halle zu Gast. Die Magdeburger in der Tabellenspitze, die Hallenser in der Tabelle im vorderen Mittelfeld. Beide Mannschaften brauchen die Punkte, um ihr Saisonziel zu erreichen. Ja, ich denke, wir wollen das ähnlich machen wie in der Hinrunde. Also auch dann alles gewinnen und am Ende weiter oben stehen. Die Partie begann druckvoll und die Magdeburger konnten mit präzisen Aufschlägen und einem konzentrierten Block Punkt um Punkt gewinnen und sich so im ersten Satz durchsetzen. Doch die Hallenser ließen sich nicht entmutigen und setzten stark spielend die Männer vom USC unter Druck. Trainer Henrik Oelze versuchte seine Jungs zu motivieren und zeigte immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten auf, doch zwischenzeitlich konnten die Hallenser mit 1:2 in Führung gehen. Der USC stand dagegen mit dem Rücken zur Wand und musste seinerseits nun unbedingt einen Satzerfolg bringen, um den Entscheidungssatz zu erreichen. Das taten die Magdeburger dann auch beim 25:16 zum 2:2 Ausgleich, ließen die Gastgeber nichts anbrennen und auch beim letzten Seitenwechsel im Abschlussdurchgang lag man nach ersten Spielminuten in Führung. Doch Halle gab niemals auf, kämpfte verbissen und zeigte dann aber doch Nerven. Während sich die Hallenser entscheidende Fehler leisteten, konnten die Magdeburger mit guten Aktionen am Netz punkten und konnten so letztendlich als Gewinner der Partie vom Platz gehen. Trainer Henrik Oelze zeigte sich nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und erwartet für die nächsten Begegnungen in der Liga und auch im Pokalwettbewerb eine deutliche Leistungssteigerung.